Ja, moin moin und hallo hier aus dem regnerischen Düsseldorf. Liebe LZ-Leser, liebe Redaktion und auch alle Anwesenden zur Sportlehrung 2012 in Vamos. Ich kann heute Abend leider nicht dabei sein, da wir morgen ein sehr, sehr wichtiges Spiel haben gegen Union Berlin. Ja, als ich gehört habe, dass ich nominiert wurde, hat mich das Ganze natürlich sehr, sehr gefreut. Jetzt kommt auch noch dazu, dass ich auch noch gewonnen habe. Das macht mich natürlich sehr, sehr stolz, denn ja, man merkt auch, dass die Lüneburger einen nicht vergessen, auch wenn man im Lüneburger Sport nicht mal wirklich aktiv ist. Ja, zu meiner nahen Zukunft, ihr habt wahrscheinlich schon gehört, dass ich im Sommer dann auch wieder zurück zum HSV gehe. Hoffe dann natürlich auch, dass ich wieder öfter in Lüneburg mich blicken lassen kann. Ja, ich habe gesagt, falls ich gewinnen sollte, spende ich der Lüneburger Kreisauswahl 10 Bälle. Dies werde ich dann hoffentlich auch bei meinem nächsten Lüneburg-Besuch tun. Natürlich 10 Bälle für eine Kreisauswahl klingt wenig. Macht auch eigentlich keinen Sinn, denn eine Mannschaft besteht ja mindestens aus 11 Spielern plus 8, 9 weiteren. So habe ich gesagt, okay, ich stock das Ganze auf von 10 auf 20 Bällen, damit die Kids weiter fleißig trainieren können, damit Talente gefördert werden. Ja, ich will eigentlich gar nicht mehr so viel sagen. Das war's von meiner Seite. Ich wünsche allen Beteiligten noch einen schönen Abend. Wünsche uns viel Glück für morgen. Es werden drei sehr wichtige Punkte dann für uns. Das war's von mir. Schönen Abend noch.